Köln. Hier leben Willi und Carola. Die ehemaligen Obdachlosen sind seit 5 Jahren ein Paar. Und sie ergänzen sich auf ihre ganz eigene Art. Carola gibt das Geld aus, das Willi verdient. Also mein Gehalt ist das Einzige, was überhaupt reinkommt. Im Moment habe ich keine Lust zu arbeiten. Einfach keine Lust? Nee, einfach keine Lust. Ab und zu ist es ein Streitthema. Du könntest ja auch mal einen Popo bewegen, mach doch mal was ein bisschen. Aber wir sind zusammen. Ich mache das ja auf einer Hinsicht auch eigentlich auch sehr gerne. Nachdem sie 3 Jahre in einem Zelt am Bahndamm gehaust haben, konnten sie über eine wohltätige Organisation endlich eine Wohnung in einem sozialen Brennpunkt ergattern. Doch statt dankbar für die Chance auf ein normales Leben zu sein, häuften sie schnell neue Probleme an. Was ist denn los? Warum sitzen die hier im Dunkeln? Weil am Scheiß gebaut haben, weil sie den Strom nicht bezahlt hat. Aber normalerweise zahlt das Amt doch gar keinen Strom. Doch, weil ich ja für 2 Leute zu wenig verdiene. So haben die das mit übernommen. Leider ist es nicht unser einziges Problem, weil halt das Amt die Miete nicht überwiesen hatte. So, haben wir jetzt eine Mahnung von unserem Vermieter gekriegt. Den größten Teil der Miete zahlt das Jobcenter. Doch Willi hat schon seit Monaten seinen Eigenanteil von knapp 100 Euro nicht gezahlt. Vor kurzem blieben dann auch die Zahlungen vom Amt aus. Die Geduld des Vermieters ist am Ende. Die Konsequenz daraus, die ich gezogen habe, weil schon wieder keine Zahlungen geflossen sind, ist, dass ich schon wieder die Kündigung erklärt habe. Somit müssen die beiden jetzt wirklich raus. Bedeutet das für Carola und Willi zurück in die Obdachlosigkeit, zurück in die Kälte, zurück in ihr Zelt am Bahndamm? Heute, 4 Monate nach unserem letzten Besuch, treffen wir die beiden wieder. Noch scheint alles beim Alten zu sein. Und wie hast du geschlafen? Ich war noch mal wach, hab mir Cola eingeschüttet, dann habe ich mich noch mal hingelegt. Was hast du gemacht, als du wach geworden bist? Habe ich mir eine Tasse Cola geholt. Und danach habe ich den Strick wieder hingelegt. Wie ist gerade so die Laune bei euch? Wir müssen gucken, ob wir mit dem Strom hinkriegen. Ne, weil ja im Moment der Strom ja nicht da ist. Ne, und dann müssen wir halt die ganze Sache hier draußen lassen. Und zum Glück ist es ja noch kalt. Wir jedes Jahr. Frühstücken? Mhm. Balkon statt Kühlschrank, Notlichter statt Beleuchtung. Schon jetzt leben die beiden unter Campingbedingungen. Die laufen über Batterien, aber wenigstens ein bisschen was Strom, ein bisschen was Licht haben. Mit denen eigentlich. Gekocht wird mit Gas. Ich habe mir hier erstmal so ein Ding geholt, damit wir was kochen können. Und dann habt ihr jetzt schon keinen Strom? Ja, also jetzt seit 3 Monaten haben wir keinen Strom, ne? Weil der Hickhack mit dem Amt ist und alles. Hab einen Weiterbildungsantrag reingegeben, also einen Zuschuss zu meinem Gehalt. Den haben die im Moment nicht weiter bearbeitet. Und da sind wir jetzt auch am Laufen. Bis das nicht geklärt ist, haben wir auch so lange keinen Strom dann. Weißt du, wie hoch die Stromschulden sind? Wie viel haben wir jetzt noch? Laut der Absperrung haben wir 451. Was vermisst du am meisten ohne Strom? Ja, den Fernseher. Naja, kannst du eh den ganzen Tag nur pendern. Was willst du sonst anderes tun? Eine Möglichkeit wäre arbeiten und Geld verdienen, um die Strom- und Mietschulden zu begleichen. Wie ist der Stand der Dinge mit der Miete? Dazu sage ich nichts. Also Miete ist im Moment so, die Wohnung ist einfach von der Stadt beschlagnahmt worden, bis das jetzt alles geregelt ist für 3 Monate. Beschlagnahmt? Die Stadt kann eine Wohnung 3 Monate lang beschlagnahmen und damit sitzen wir dann nicht auf der Straße, haben wir immer noch Zeit, dann alles zu regeln. Eine allerletzte Schonfrist. Doch bisher haben sie nichts geregelt und die Zeit läuft ihnen davon. Es bleiben nur noch 9 Wochen. Also wir haben jetzt einen definitiven Räumungstermin bekommen für den 14. April, weil dann sind die 3 Monate rum. Punkt 8 müssen wir hier raus. Ich muss gucken, wo wir die ganzen Sachen unterstellen. Ich weiß nicht, ob die dann eingelagert werden oder nicht. Keine Ahnung. Das heißt, eigentlich ist die Beschlagnahmung nur ein kurzer Zeitpuffer. Ja, genau gesagt 3 Monate. Ja, wenn die Stadt jetzt nicht die Wohnung beschlagnahmt hätte, wären wir auf der Straße. Der Leidtragende ist in diesem Fall der Vermieter, der von Carola und Willi nach wie vor keine Miete bekommt, aber auch nicht neu vermieten kann. Ich finde es sehr schlimm, dass ich auf diesen hohen Kosten sitzen bleibe, denn ich zahle auch jeden Monat für diese Wohnung. Und insbesondere finde ich es menschlich sehr enttäuschend, dass weiterhin konsequent das Geld einfach ausgegeben wird, für welche Zwecke auch immer. Ein schlechtes Gewissen scheinen Carola und Willi wegen ihrer Schulden nicht zu haben.
Mir tut der Vermieter auf gar keinen Fall leid, weil ich sehe es nicht ein, weil der hat genug Kohle, genug Wohnungen, der hat insgesamt 18 Stück. Sagst du aber nicht, du hast ja einen Leute, der sieht das auch alles, oder nicht? Der Ärger ist doch sowieso schon mit dem Haus provoziert. Nee, trotzdem. Wir müssen aber nicht noch mehr Ärger haben, oder nicht? Am Räumungstermin wird sich so oder so nichts mehr ändern. Das bedeutet, Carola und Willi müssen dringend aktiv werden. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wenn wir jetzt beschlagnahmt ist, ob wir da alles auf die Kette kriegen. Mal gucken, vielleicht irgendwie mal einen anderen Stromanbieter suchen. Vielleicht ist der ja irgendwie ein bisschen günstiger, als den wir jetzt haben. Bloß, dann müssen Sie, weil ich dann jetzt arbeiten muss, müssen Sie dann mal das Gespräch mit dem dann alleine führen, wenn er einen findet. Carola, was geht denn hier vor? Weil ich bin mal ganz ehrlich, auch wenn er arbeiten muss, ja. Aber trotzdem, man kann nicht alles an mir hängen lassen. Ich muss ja auch meine Privatsachen klären, oder nicht? Wenn man das mich auch nicht um alles kümmern kann, das ist ja auch verständlich, oder nicht? Das Thema gerechte Aufgabenteilung ist schon lange ein Streitpunkt zwischen den beiden. Das ist nervig am Tisch morgens, wenn der schon mit dem Reizthema anfängt. Weil jeden Morgen das Gleiche kommt. Zwei Tage kann ich mich leider nicht. Ich muss ja arbeiten gehen. Na, einer muss es ja wenigstens machen. So. Der geht ja noch nicht mal 10 Stunden arbeiten. Das sind gerade mal 8 Stunden. Ja, wir diskutieren auch die ganze Zeit immer rum. Und das ist aber ganz normal. Das ist mittlerweile so nervig, jeden Morgen das Gleiche. Immer. Der redet noch nicht mal davon, was wir für einen Stress haben und Probleme. Nur, warum auch? Du kannst das ja so machen, kannst einfach mal vorbeifahren und dann guckst du mal. Carola ist arbeitslos. Sie lebt vom Jobcenter und Willis Gehalt. Zeit hätte sie genügend. Du wirkst gerade gedrückt. Ja, warum? Weil ich keinen Bock hab, alles allein zu machen. Kann man das nicht verstehen? Nee, warum auch? Ich hab dir nur gesagt, sollst mal bitte dahin fahren und sich zu informieren, oder nicht? Doch schon das empfindet die 35-jährige Hartz-IV-Empfängerin als Zumutung. Also ich hab in dem Sinne mehr Stress wie er, weil er hat ja Arbeitskollegen und alles, seine Arbeit. Und was bleibt an mir kleben alles? Im Moment nur mit dem Strom und alles. Das ist ja stressiger. Ja, weil ich muss hierhin, von hier aus zur Bushaltestelle, dann mit dem Bus fahren und wieder zurück. Ja, doch, aber ich sag mal, das ist ja auch wichtig schon, oder nicht? Ja. Oder? Wenn man günstig empfinden kann, dann wäre das ja auch super, oder nicht? Mhm. Wo man nicht so viel bezahlen. Ist ja eh Schwachsinn, wenn ich jetzt mich um Strom kümmere, weil wir ja sowieso hier raus müssen. Ich habe auch keinen Bock, dann weiter zu diskutieren mit dem. Hast du Angst, dass es noch schlimmer wird so mit den Diskussionen? Ja, nee, da habe ich keine Angst vor. Aber wenn jetzt alles geklärt ist, dann geht es uns auch wieder besser, oder nicht? So, das ist so. Die ständigen Meinungsverschiedenheiten, die Angst vor der Zwangsräumung, das alles geht an der Beziehung der beiden nicht spurlos vorüber. Das ist alles ätzend, weil es bleibt ja eh alles an mir kleben. Wie zufrieden bist du gerade mit der Beziehung? Wie soll ich zufrieden sein mit der Beziehung? Weil ich habe die Vermutung, dass der auch wirklich was anderes hat. Zwar wissen tue ich es nicht, weil so weit wie ich rausgekriegt habe, muss der sich auf mehreren Chatportalen angemeldet haben. Ich habe auch schon gesagt, wenn das so weitergeht, habe ich keinen Bock mehr. Ein schwerwiegender Vorwurf. Droht nach der Räumungsklage jetzt auch noch die Trennung? Statt wegen der Schulden mit ihrem Anbieter zu sprechen, versucht die 35-Jährige, sich anders mit der Situation zu arrangieren. Ja, ich muss jetzt die Wäsche waschen. Machst du das immer so? Ja. Ich mach da jetzt Waschpulver rein. Dann lasse ich das einwirken. Aber das ist ja kein Waschpulver, das ist ja Shampoo. Nein, das war Aloe Vera und das nehme ich nicht zum Duschen. Aber Aloe Vera ist doch auch in dem Shampoo. Dann les mal bitte, was da steht. Duschpflege. Ja, und da bin ich aber gegen allergisch. Doch die Duschpflege ist nicht das Einzige, worauf Carola allergisch reagiert. Auch auf Willi ist sie zurzeit nicht gut zu sprechen. Wie läuft das mit Willi? Ja, im Moment einfach nur scheiße. Ich weiß es ja nicht, was los ist. Er meinte nur immer, das wäre wegen der Wohnung und alles. Aber glaube ich langsam nicht mehr dran. Sondern? Ich habe eine ganz andere Vermutung. Dass er mir nur die Liebe fortspielt. Und das geht, seit ich aus Ossendorf raus bin. Weil sie ihre Sozialstunden wegen Schwarzfahrens nicht geleistet hatte, saß Carola 10 Wochen in Haft. Kurz nach ihrer Entlassung hatten sie und Willi einen heftigen Streit. Carola war eifersüchtig.
Halt du mal ganz schön den Ball flach, ne? Ich sag nur ein bei Facebook bei dir. Deine Handynummer weggeben, wo ich im Knast saß. Und die dir Sprachnachrichten bei Facebook machst. Wir können ja später über WhatsApp schreiben. Du regst dich gerade auf? Hallo, deine Frau saß im Knast. Ja, aber du regst dich gerade auf? Du willst mich heiraten? Hast du mich gefragt? Ja, habe ich auch und gesagt. Und dann gibt's dir das Recht, deine Handynummer an anderen Weibern weiterzugeben, wo so deine Frau im Knast sitzt? Ach so, da, hier hat man das Recht, wenn ich arbeiten bin, dass du zum Opa rüberläufst und lässt dich von dem durchpimpern. Das ist ein Recht von dir. Vor ihrer Haft hatte Carola Willi wiederholt mit ihrem Nachbarn betrogen, dem 18 Jahre älteren Stefan. Also wenn Willi arbeiten war, kam er oft rüber, haben auch anfangs geredet mit Kuscheln und alles. Ja, und nachher hatten wir dann ein bisschen Geschlechtsverkehr. Also hast du Willi betrogen? Ja. Willi war ja nur arbeiten. Stefan hat mehr Zeit für mich, weil er Hartz IV bezieht. Wenn ich dann zu Hause bin, dann ist die Frau direkt an erster Stelle wieder. Wenn ist nicht die Arbeit an erster Stelle, dann ist die Frau an erster Stelle. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung haben Carola und Willi zwar wieder zusammengefunden, doch jetzt ist es plötzlich Carola, die Betrug wittert. Sie wirft mir vor, ich hätte eine andere kennengelernt und deswegen wollte ich nicht zur Arbeit fahren, sondern dann zu ihr. So, was überhaupt gar nicht ist. Ja, wenn der schon seine Handynummern bei Facebook weitergibt, seine E-Mail-Adressen, dann muss ich ja schon was denken. Am Anfang konnte ich Carola nicht vertrauen, ne? Und jetzt mittlerweile ist es so, weißt du, dreht hier alles nur noch um, dass ich jetzt der Buhmann wäre, was überhaupt gar nicht ist. Nur weil ich dann 2 Nächte beim Nachbarn auf der Couch geschlafen habe, hat er sich beschwert und gesagt oder SMS geschrieben, ja, macht viel Spaß beim flotten Dreier. Ich weiß nicht, was da oben in dem Kopf vorgeht, keine Ahnung. Aber warum hast du beim Nachbarn auf der Couch geschlafen? Ja, dass er mal sieht, was er wirklich an mir hat. Weißt du, das ist einfach nur traurig soweit. Das kann's nicht sein. Und kaum geht man hier raus, kann man ja heimlich bei Facebook reingehen. Weiß der Willi, dass du heimlich seine Nachrichten hast? Ja, dann meint er, er wäre ja bei der Stasi. Ich würde ihn ja nur noch kontrollieren. Also Carola spielen mit mir ja schon hinterher, ne? So seitdem ist. Sonst würde ich ja nicht meine Arbeitskollegen anschreiben und fragen, ob ich auf der Arbeit wäre. Ne? Wo die mich dann auch ansprechen und fragen, die sagen mal, hör mal, was stimmt denn da bei euch nicht? Wenn er zur Arbeit fährt, kann ich schon nicht sehen, was der macht. Das ist bei mir auf der Arbeit, das ist einfach nur peinlich. Weil ich sag mal, da hat er nichts zu suchen. Was würdest du sagen, hat eure Beziehung kaputt gemacht? Ich glaube, dass das nur alleine wegen der Arbeit auch ist. Weil er hat ja selber schon gesagt, er weiß, dass er mich vernachlässigt. Willi arbeitet gerne. Carola ist das schon lange ein Dorn im Auge. Für sie ist ein Vollzeitjob mit einer Beziehung offenbar nur schwer zu vereinbaren. Immer öfter kommt es zum Streit. Scheibe habe ich jetzt kaputt gemacht. War erstmal nur ein kleiner Riss. Wo kommt denn das her? Da kommt das her, weil erstmal war nur die Scheibe hier draußen. Und wie wir dann Streit hatten, habe ich die Türe zugeklatscht und da ist die Scheibe rausgekommen. Weißt du noch, worüber ihr da gestritten habt? Nö, wegen Thema. Weil ich gesagt habe, du nimmst mich abends nicht mehr im Bett im Arm. Sonst hast du es früher auch gemacht. Hast auch gesagt, du liebst mich und vermisst mich. Mittlerweile ist gar nichts mehr. Trotzdem scheint Willi an der Beziehung festhalten zu wollen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Weil reden im Moment, so kann ich halt mit ihr nicht. Funktioniert halt nicht. Haben Carola und Willi noch eine gemeinsame Zukunft? Wir bleiben dran.